Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play God of War 2. Wir befinden uns im Hof der Atropos und müssen hier jetzt ein paar Sachen durch die Gegend schieben, um vorwärts zu kommen. Beziehungsweise schieben tun wir gleich, weil wir das Ganze da rausgeholt haben. So. Schieben geht nämlich nicht um einiges schneller. Okay. So, wir haben jetzt hier diesen Block. Der offensichtliche Nutzen ist natürlich, dass wir den benutzen, um da oben die Leiter zu erreichen. Ich will nur kurz gucken. Ah, okay, hier kommen wir sowieso nicht hin. Ich war mir überlegen, ob wir den erstmal hier draufstellen und gucken, was passiert. Aber wie gesagt, da kommen wir eh nicht hin. Also können wir auch gleich hier hoch. Hier oben! Ja, ja! Hier oben! Hey. Was seid ihr denn für mich? Wie Igitt? Igitt! So, wer ruft? Wer will da was von mir? Komm her, ja. Oh. Hör auf, deine weiße Scheiße hier auf mich drauf zu knallen. Okay, wir können da einfach so rüber. Dementsprechend mache ich das auch erstmal. Da drüben habe ich nämlich eine Truhe gesehen, die ich öffnen will. Damit meine ich nicht diese Truhe hier. Einen dritten noch. Und dann ist gut. Ich meine diese Truhe hier. Mal gucken, was da drin ist. Eine Phönixfeder. Okay, wunderbar. So, was haben wir hier? Ein Weg, der nicht weiterführt. Gut, was haben wir da hinten? Eine Tür, die man öffnen könnte. Oder ja, doch. Doch, die könnten wir öffnen. Okay, aber bevor ich das mache, gehe ich jetzt doch nochmal zurück. Denn hier wollte ich mir auch nochmal was angucken. Wir können ja hier genauso rüberhüppeln. Und haben hier... An der Statue fehlt der Schild. Ah, okay. Trotzdem können wir die da schon mal runterholen. Wir haben nur leider kein Schild für sie. Den müssen wir hier nachträglich einbauen. So, aber die muss da runter, die kann ich da schon mal hinstellen. Tatsächlich können wir die schon mal in Position bringen. Denn diese Statue wird ihren Platz dann hier auf diesem dieser Plattform da einnehmen. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Lasse ich erstmal so. Ich bin nur überlegen, ob wir... Ah, Schiete, falsche Seite. Ob wir die Heilung noch benutzen. Wie haben wir denn? Ach, naja, gut, es geht. Das schaffen wir doch zur Not auch so, oder, Leute? Wir holen uns jetzt ein Schild. Einmal hoch mit dir und zack! Hallo? Ach Gottchen, was wollt ihr denn alle? Ui! Ja, schön auf Abstand bleiben zu dem bösen Mann mit der brennenden Kugel.
Auch wenn er mir tatsächlich gar nicht auf viel kann. Und in dem Moment knallt er mir die scheiß Kugel doch noch an die Birne. Das ist nur ein kleines bisschen bitter. Oh, Junge, du nervst. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass Dauerfeuer ausreicht, um den zu erledigen. Nett. Ja, auf jeden Fall nett. Genauso wie der Dödel auf dem Bild da hinten. So, Magie könnte ich gebrauchen. Da haben wir nämlich tatsächlich gar nicht mehr so viel von. Dann haben wir hier schon wieder einen Speicherpunkt. Ich bin versucht, das Angebot anzunehmen. So, und anschließend da unten haben wir Haken, aber weiter oben hat man doch auch Haken, ne? Ja, da oben ist auch noch einer. Würdest du dich dann bitte mal drehen, Kratos? Es geht doch. Warum nicht gleich so? Ach, jetzt kommt der Spaß mit den Bäumchen. Ja, okay. Aber erstmal erledigen wir diese Kerle hier. Damit wir uns in Ruhe mit diesem Rätsel bzw. mit dieser Herausforderung beschäftigen können. Da bist du ja. Ich hatte dich schon vermisst. So. Wunderbar. So, wie ging das Ganze jetzt? Ach ja, genau. Erstmal hier draufstellen. So schnell wie möglich darüber. Wow. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Wow. Okay, muss ich also doch weiter, ja? Da ist eine Truhe. Ne, die will ich zuerst haben. Sorry, die Truhe, da will ich erstmal haben. Muss man irgendwie hinkommen. Jo. Genau so kommt man dahin. Und erhält eine weitere Phönixfeder. Wow. So, okay. Diesmal versuchen wir es richtig. Diesmal müssen wir da rechts rüber. Wow. Hi! Ihr wollt mich wieder nerven hier, ne? Und ärgern! Großer! So. Jetzt gucken wir erstmal. Hier haben wir wieder eine Statue. Und jetzt können wir da auf die andere Seite rüber. Indem wir hier auch wieder die Zeit anhalten, dann machen wir das doch. Oh, Schiete. Oh, Schiete. Ahahaha. Yeah!
Daneben. So. Und von hier aus irgendwelche Truhen erreichen. Nein, anscheinend nicht. Also machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Und sehen diesmal zu, dass wir die letzte Ranke da erwischen. Zwischen den Bäumen durch und rüber. Wunderbar. Da ist nichts in der Ecke, ne? Nein. In der Ecke ist nichts. Alles gut. Das sieht schon wieder so ominös aus, ja? Einmal Magie und... Oh, verdammt. Ich weiß, was jetzt kommt. Nein. Diese Tür war der einzige Ausweg. Jede Prüfung habe ich bestanden auf der Suche nach den Mäuren. Und nun machst du alles zunichte. Du wirst deinem Ruf einfach nicht gerecht, Geist Spartas. Doch, vielleicht ist dies eine Prüfung. Beobachtet ihr mich, Mäuren? Gebt mir ein Zeichen! Soll ich, der große Perseus, diesen gefallenen Gott töten, damit ihr mich empfangt? Kann ich damit meine Liebste aus den Fängen des Hades zurückholen? Wenn nicht, so wird mir zumindest der Ruhm zuteil, den mächtigen Kratos getötet zu haben. Den Göttermörder. Obwohl ich glaube, dass ein Narr wie du kaum solch einen Titel verdient. Jetzt müssen wir uns auch noch mit Perseus rumschlagen. Super. Hier bin ich. Das Gute ist, dass wir im Wasser kämpfen. Das heißt, auch wenn er unsichtbar ist, sehen wir trotzdem seine Schritte. Da ist er. Oh ja, ist gut. Nicht dort, ich bin hier. Da hinten ist er, okay. Jetzt hat er sich wieder teleportiert. Wo ist er jetzt? Da ist er. Ja, man kann zumindest teilweise was sehen. Das ist ein ganz furchtbarer Kampf. Oh, vor allem, wenn der erstmal in so einer scheiß Kombo drin ist, dann ist der in der Kombo drin, da komme ich doch nicht mehr raus. Ey, das war fies. Ja. Das Fenster, um ihn da zu grappeln, das war ja schon vorbei, bevor ich aus der Kombo raus war. Alter! Da musste echt schnell reagieren können. Oh, ist gut. Oh, leck mich. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das wird sein? Jetzt komm! Oh, endlich! Der scheiß Helm schon mal aus der Gleichung raus. Perseus! Der Held, der in der griechischen Mythologie die Medusa tötete und mit ihrem Haupt den Kraken vernichtete. Ne, Kampf der Titanen. Ha!
Oh, hörst du mal auf, hier ständig die Waffen zu wechseln? Kratos, ich meine dich. Ah, jetzt. Das wollte ich starten. Denn wenn ich Titan Rage habe, sollte ich ihn auch benutzen, oder? Perseus hat nicht mehr so viel zu bieten. Ich finde Theseus auch stärker als Perseus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Perseus-Kampf ist gar nicht so schlimm. Okay, jetzt muss ich wieder... Das ging daneben, mein Lieber. Ja, irgendwie gegenprügeln, damit ich ihm Schaden verursachen kann hier. Oh, komm, ist gut. Jetzt gibt's nochmal aufs Maul und dann ist auch gut. So, ich glaube, das war's dann gleich schon. Er hat's versucht. Autsch. Und er ist kläglich gescheitert. Sie haben den Perseus-Schild erhalten. Was macht er denn? Was macht denn der Perseus-Schild? Oh, okay, ist also eins der Relikte hier. Auch nicht? Dann ist es wohl ein ganz normaler Gegenstand, den wir einfach nur für ein Rätsel benutzen, ein Schlüsselgegenstand. Hier ist sonst nichts, ne? Denn wir haben ja da unten eine Statue, die kein Schild hat, ne? Erinnert ihr euch? Genau dahin gehen wir jetzt. Toll. Das hilft jetzt aber. Halt. Vielleicht ist ja ganz oben noch irgendwas zu entdecken. Nee, anscheinend nicht. Okay, was habe ich davon, dass der da jetzt hängt? Einfach nur, dass der da jetzt hängt, ja? So, hier, bitteschön. Jetzt können wir bei denen hier nämlich hochfahren. Um den einen Strahl zu blockieren. Und dann müssen wir uns beeilen, um da hochzukommen. Damit wir hier den anderen blockieren können. Was, wie ihr seht, super funktioniert. Okay. Die Frage ist, war ich jetzt zu langsam? Ja, bestimmt. Gibt da noch einen Weg da hoch, der ein bisschen schneller geht? Den versuchen wir nochmal. Das versuchen wir jetzt noch.
Ja, okay. Komm, fallen wieder runter. Ich will auf mit maximaler Zeit das nochmal versuchen. Oh, Kratos, du blöde Sau! Tut mir leid, das musste jetzt mal raus. Warum sträubt er sich denn jetzt so davon? Davor hier? Nee. Muss ich hier wieder tricksen? Kann ich hier überhaupt irgendwie tricksen? Ich habe keine Ahnung. Na gut, das war God of War 2 für heute. In der nächsten Folge versucht der Zukunfts-Ryu dieses Rätsel zu lösen. Bis dann.